Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Im letzten Part haben wir Diamant-Weapon bekämpft. Getötet wurde es letzten Endes durch Sister Ray. Und ich finde es gut, dass wir hier die Sister Ray sogar in den Overworld Sprite gemacht haben. Und ja, das eigentliche Ziel war allerdings der Nordkrater. Und es hat sogar funktioniert, dass die Barriere aufgehoben wurde. Deswegen wollen wir da auch gleich mal hin. Aber schauen erstmal, ob uns der Weise nochmal was sagen möchte. Wie gesagt, einfach immer mal wieder bei ihm vorbeigehen, sobald man die Möglichkeit hat. Okay, noch nicht. Ich glaube, mit dir hatte ich schon mal geredet, richtig? Ja. So, auf zum Nordkrater. Denn die Barriere ist weg. Sephiroths Energiebarriere ist zusammengebrochen. Sid, kann das Luftschiff reinkommen? Hä? Er ist mein Pilot, oder? Natürlich kann er überall hingehen. Stimmt, tut mir leid. Hey, K-Ziff, was jetzt? Moment mal. Scarlett, Heidegger, was ist los? Seltsam, ich kann den Präsidenten nicht erreichen. Nicht zum Präsident, zu Sister Ray. Was ist los, Reef? Du redest so komisch. Ach, das ist alles unwichtig. Der Ausstoß der Reaktoren nimmt ganz von alleine zu. Moment mal, das wäre unklug. Es muss 3 Stunden abkühlen, oder es geht nicht. Es geht nicht, er lässt sich nicht bedienen. Die Maschine ist auf Großrechnerbetrieb umgestellt. Wir können das nicht bedienen. Was ist mit dem Großrechner? Wer... Hey, ruf den Großrechner an. Wie? Warum erteilst du Befehle? Ist mir egal, wie es anstellt. Ojo? Hahaha, warte nur, Sichtigott. Ich werde dir mehr Marco geben, als dir lieb ist. Ojo, halt! Kanone! Nein, Midgar ist in Gefahr! Hahaha, 1 oder 2 Midgars, ein lächerlicher Preis. Ojo, Ojo! Zeig's mir, Sephiroth. Er ist nah. Überschreitet die Grenzen des Wissens. In deiner Gegenwart ist die Wissenschaft machtlos. Ich gebe nach, wenn auch ungern. Lass es mich nur sehen. Hey, tu was, du große Katze! Wir sinken. Ojo macht das alleine. Hä? Das gefällt mir nicht. Du bist verhaftet, Reef. Was? Jetzt ist es zu spät, um es noch zu verbergen. Könnt ihr den Makroreaktor nicht stoppen? Wir können es nicht stoppen. Du bist von Shinra, oder? Warum ist es unmöglich? Wir haben einen langen Weg hinter uns. Also suche jetzt nicht, uns reinzulegen. Ich kann dich nicht zwingen, mir zu vertrauen. Verdammter Narr, verstehst du denn nicht, denn gar nichts von dem, was ich sage? Shinra ist mir scheißegal. Wenn du ein Mann bist, nein, wenn du ein Mensch bist, rettest du den Planeten. Liegt denn überhaupt nichts daran? Niemals. Wenn wir den Reaktor abschalten, bricht die Hölle los. Warum? Kannst du nicht einfach das Ventil schließen? Ja, es ist einfach, die Ventile des Reaktors zu schließen. Aber unter dem Reaktor sind Schächte, damit die Energie weit weichen kann. Wenn sie erstmal offen ist, ist es unmöglich, sie zu schließen, ohne dass alles in die Luft fliegt. Wir können nicht versuchen, das Ausströmen der Energie zu verhindern. Eine Explosion. Diese Explosion wird viel stärker als die Explosion von Reaktor 1. Verdammt! Vergiss es! Kanone, wir müssen nach Midgar. Das ist jetzt das Wichtigste. Ich muss zuerst Ojo stoppen. Sieht aus, als wären Cloud und die anderen auf dem Weg. Kommt mir nicht in die Quere. Ja. Sei nicht albern. Seit wann erteilst du hier Befehle? Die Friedenstruppe wird alles tun, um den Feind zu schlagen. Wegen denen. Denen. Das ist privat. Was? Der Präsident ist tot. Mir redet keiner mehr rein. Ja.
Heidegger, ich werde die neue Waffe einsetzen. Hey, warte! Klaut alle, es tut mir leid. Aber... Aber du wirst kommen, oder nicht? Oder? Ich weiß. Hey, ich übergebe euch das Schiff. Ich gehe nach Midgard. Okay, nächstes Ziel, Midgard. So, und es gibt wieder so ein paar Sachen, die noch zu erwähnen sind, wegen dem Angriff von Wetten. Wir hatten ja schon mal einmal die Theorie, beziehungsweise die, ja, eigentlich, dass es so gedacht sein sollte angeblich, dass Zeng gestorben ist, damals im Tempel des alten Volkes. Und genauso war es wohl anscheinend geplant. Hi. Dass auch Rufus gestorben ist in diesem in dieser Explosion gerade eben. Kann ich jetzt gegen dich kämpfen? Scheinbar ja, okay, warum auch immer. Ich dachte erst, das geht erst später, aber anscheinend können wir jetzt gegen Ultima Weapon nochmal kämpfen. Wir haben ihn schon mal gesehen. Und er ist wieder da. Okay. Probieren wir das doch einfach mal. Schauen mal, wie weit das geht. Ultima Strahl. Eieiei. Das tut ganz schön weh. Meine Güte. Heilung 3 haben wir inzwischen. Das ist gut. Das benutzen wir auch gleich mal. Oh wow. Komet macht verdammt viel Schaden gegen Ultima Weapon. Sehr schön. Hauen wir auch gleich nochmal ein blutiges Fest mit rein. Oh ja. Und? Er haut ab! Ja. Ultima Weapon haut nämlich nach einer Weile einfach wieder ab. Aber wir haben immerhin schon einmal gut gegen ihn gewonnen. Schön. Habe ich jetzt eigentlich gesagt, nicht erwartet, dass wir jetzt gegen Ultima Weapon kämpfen können. Das ist auch eigentlich jetzt gerade nicht unser Ziel eigentlich. Wir wollten jetzt zu Midgar. Aber wenn das jetzt geht, warum nicht? So. Jetzt gibt es nämlich so eine kleine, ja, man könnte sagen, Verfolgungsjagd mit Weapon. Mit Ultima Weapon. Man muss es ein bisschen rumsuchen. Weil es fliegt jetzt rein theoretisch irgendwo random auf der Weltkarte rum. So halb random zumindest. So ein bisschen ist das gescriptet, wo es rumfliegt, aber man muss es halt erstmal finden. Schauen wir also mal. Man hat aber schon gesehen, zumindest vom Kämpfen her, Diamant-Weapon war bisher das schwächste Weapon. Und auch Ultima Weapon war jetzt nicht so schlimm. So im Verhältnis zu dem anderen. So, wo ist es denn? Kein Lust, sich gerade zu zeigen anscheinend. Das kleine Weapon. Hm.
ich war zumindest der Meinung, dass es jetzt dann auch, nachdem man das erste Mal bekämpft hat, dass es dann möglich ist, ihn zu finden. Okay, ich sehe ihn gerade halt nicht. Fliegen wir halt einfach mal irgendwo hier lang. Okay, fraglich. Wie gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das überhaupt jetzt schon geht. Aber ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass ich ihn da sehen kann, gleich zu Beginn. Insofern hätte ich jetzt zumindest erwartet, dass man ihn jetzt hier irgendwo finden kann. Da ist er. Ich sag's doch, er fliegt hier so ein bisschen rum. So, wir müssen jetzt mal versuchen einzufangen. So. Verdammt, was für eine Kraft. Glaubst du, ich gebe es einfach auf? So, am besten ich mache das jetzt hier mit Viereck. Verdammt, was für eine Kraft. Glaubst du, ich gebe es einfach auf? Und irgendwann, nachdem man ihn oft genug angetippt hat. Na, was für eine Kraft. Bewegt er sich nämlich eine Richtung noch fort. Jetzt einfach ein paar Mal anpatschen. Dann schauen. Sobald er die Richtung wechselt und dann relativ geradeaus fliegt, wie er es jetzt tut. Genau. Jetzt können wir sehen. Er bereitet einen Angriff vor. Er versucht sofort Kondor anzugreifen. Und das können wir natürlich nicht zulassen, also können wir ihn nochmal bekämpfen. Anders als zuvor sind manche Kämpfe jetzt auch auf dem Boden wieder. Au. Das tat verdammt weh. Laut, nimm mal bitte einen X-Trank. Das wäre gerade recht hilfreich. Oh ja. Das war guter Schaden. Anscheinend. Nee, doch nicht. Verdammt. Schau, Cloud. Mach das mal für dich. Nein, doch nicht. Er hat's überlebt. Ausgewichen ist. Sehr schön. Ja. Nein. What? Okay, er haut doch wieder ab. Okay. Er hat anscheinend keine Lust, so wirklich mit uns zu kämpfen diesmal. So, und da fliegt er direkt wieder. Diesmal lassen wir ihn gar nicht erst aus den Augen. Sehr schön. Also wie gesagt, jetzt wieder ein paar Mal antippen. Bis er nach dem Antippen dann auch nicht mehr die Richtung ändert. So, das könnte jetzt möglich sein. Ja, er fliegt jetzt relativ straightforward wieder auf den Ort zu. Also würde er anscheinend Bone Village angreifen wollen. Nee. Wo gehst du hin? Willst du den Nordkrater attackieren? Das muss ich jetzt sagen, dieser Ort ist ein bisschen merkwürdig. Ich meine, wir hätten jetzt eigentlich nichts unbedingt dagegen, dass er den Nordkrater angreifen würde. Damit würde er uns vielleicht noch helfen. Vielleicht kann er damit Seefront wenigstens schwächen oder irgendwas. Falls er überhaupt irgendwas tut. Ja. Ich wollte eigentlich... Level 14 Limit-Technik? What the fuck? Interessante Bugs, die es hier gibt, wieder mal. So, einmal heilen. So, dann probieren wir es nochmal. Klappen es nochmal mit ihm. Wieder auf dem Boden, okay. Problem. Einmal hast du auf alle. Todesstoß. Einmal Barriere. Wieder Beben 2. Okay, Cloud weicht aber ziemlich gut aus. Das ist sehr schön.
mal, dass man das einigermaßen gescheit hier überlebt. Okay, haut wieder ab. Schön, es funktioniert, aber leider haben wir ihn jetzt wieder nicht im Auge. Was heißt, wir landen erstmal kurz, um uns direkt jetzt erstmal zu heilen. Und am besten speichern wir auch nochmal. So, dann wollen wir mal sehen, wo er jetzt rumflattert. Unser Freund. In der Gegend haben wir noch nicht so oft gesehen. Beziehungsweise noch gar nicht. Aber jetzt wird Kondor beim Nordkrater. Müsste ja eigentlich demnächst vielleicht hier irgendwo sein. Denn soweit ich mich entsinne, ist er immer mal so ein bisschen überall. Halt verschiedenste Orte auseinandernehmen. Weil er halt voll evil ist und so. Okay, bei Wutai fliegt er aber gerade nicht rum. Schauen wir mal, wo er rumfliegt. So. Okay, schauen wir mal weiter, wo er ist. Ich will gerade angesprochen von meiner Familie hier. Deswegen war ich kurz still. Aber was sehe ich heute nirgends? Wo bist du hin, du kleines Ding? Interessant ist auch, manchmal greift er auch nochmal Midil an. Ich glaube, die Orte, die er angreift, sind ein bisschen random. Aber manchmal steht er auch hier und greift dann Midil an. Was halt eigentlich eh schon vernichtet ist, aber es geht halt trotzdem noch mal gerne dahin und sagt sich so, komm, ich mach die paar Menschen, die dort jetzt noch leben, auch noch platt. Aber jetzt gerade sehe ich ihn mal wieder nicht. Wo bist du? Ich weiß auch, dass ich schon mal Rocket Town angegriffen hat, also da kann es auch mal sein. Ich sehe ihn gerade nirgends. Ah Mann, das dauert wieder eine Weile, man den findet manchmal. Wo bist du denn, du kleines Ding? Auf dem offenen Meer, ja natürlich, du Drecksding. Fliegt er irgendwo mitten im Meer rum, sodass man eigentlich keine sinnvolle Möglichkeit hat, ihn zu finden, außer im leeren Nichts rumzufliegen. Ohne da seine Richtung. 3-4 Mal muss man meistens anquatschen. Jetzt fliegt er in die Richtung. Okay, er scheint wieder ein Ziel zu haben. Wohin bist du unterwegs? Midgar? Tatsache, er will Midgar angreifen. Wir können es nicht mal verhindern. Okay, funktioniert leider nicht, das mit Weapon gerade. Ja, Midgar reicht. Das heißt, wenn wir es dahin schaffen. Midgar steht unter Kriegsrecht. Wir schaffen es nicht, uns in die Slums zu schleichen. Sieht so aus, als wären alle Verbindungen zu den Slums abgeschnitten. Hey, wozu haben wir wohl die Highwind? Wo sind wir jetzt? Hm? Wo sind wir? Wenn nicht zu Land, dann durch die Luft.
Okay, wir springen mit Fallschirm über mit Gaben. Oh yeah. Vincent postet erstmal noch ein bisschen rum. Yuffie wurde auch eingesammelt, sehr gut. Die kennt sich immerhin mit sowas aus. Betrifft die Auswahl folgender Gruppenmitglieder austauschen? Ja, möchte ich. Tatsächlich. Denn wir wollen Barrett mitnehmen. Ja. Ah ne, okay. Also los. Hops, 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 hops. Ich sage es nicht, ich glaube, man kann das auch später noch ändern. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Denn hier gibt es eine Stelle, bei der man Barrett dabei haben muss. Hat man ihn in dieser Stelle nicht dabei, an dieser einen Stelle, verpasst man, ich glaube, seine ultimative Waffe für immer. Denn es gibt eine Truhe, die, wenn Barrett im Team ist, wenn man sie öffnet, seine ultimative Waffe enthält. Hat man ihn allerdings nicht im Team, ist da ein komplett random Item. Also irgendein anderes Ding, keine Ahnung mehr was. Irgendein Trank oder irgendwas. Also immer Barrett hier mitnehmen. Und ja, haltet ihr das hinter euch allen her. Drum ist es draußen gefährlich. Lasst ihn in den Untergrund gehen. Ja, wir können jetzt dann erstmal unsere Substanzen noch einstellen. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir hier in Midgar weiter. Also, bis dann.